Woran ist sie gestorben, Doktor? An der Verletzung. Da, am Hinterkopf jedenfalls eher nicht. Sowas habe ich bei jeder zweiten Wirtshausrauferei. Wie? Was? Ja, eine kurze Ohnmacht ist vorstellbar, mehr nicht. Also ich tippe auf Ertrinken. Mit Vorbehalt. Hexenjagd von Robert Hüldner. Du hast sie zuerst gesehen, Sinta, gell? Tja, so jung noch. Mensch, Mensch. Wolfi, wie ist euer Neuer? Der Kraus? Ja, tut schon. Bei uns jedenfalls hat er seinen Spitznamen schon weg. Und der wer? Stück weit, weißt du. Gut. Und weiter? Hinweis auf ein Sexualverbrechen? Keiner, der ins Auge springt. Müssen die München erklären. Sie da! Ja, Sie beide. Sie haben sie gefunden, ja? An der Stellung der Leiche haben Sie ja wohl nichts verändert. Bloß den Kopf angehoben, damit ich an Schlager da komme. Ein Stück weit präziser, bitte, ja? Der Kopf lag unter Wasser? Das Gesicht. Zur Hälfte. Und? Ja, Wolfgang? Identität ist klar. Kobat Janina, 17. In Bruck am Inn geboren und wohnhaft in der Egerstraße 16. Was sucht sie denn hier? Gehört ihr diese Hütte? Eher nicht. Was, Rudi? Egerstraße und Wochenendhäusl. Das passt schlecht zusammen. Todeszeitpunkt? Sie ist vor ungefähr einer, maximal eineinhalb Stunden gestorben. Also gegen heuer wie dreiviertel zwölf. Mit Vorbehalt wie üblich. Ja, das ist mein Häusl, aber... Tod, sagen Sie? Sagt Ihnen der Name der jungen Frau etwas, Herr Schäffler? Wie denn nochmal? Kovac. Janina. Kovac. Was ist denn los? Wo ist denn Basti? Na, die Herren sagen, dass sie bei uns in der Hütte unten am Madl. Sie ist tot. Bei uns? Ja, wer? Meine Frau, das ist der Herr... Guten Abend, Kraus, Kriminalpolizei Oeding. Grüß Gott. Mein Kollege Schlögel. Grüß Gott. Der Name des Opfers ist Kovac. Janina. Sagt er Ihnen etwas? Kovac? Na, wissen Sie, ums Geschäft von meinem Mann, da habe ich mich nie drum kümmert. Sie sind doch auch im Stadtrat, Herr Schäffler. Ist Ihnen der Name noch nie untergekommen? Das Mädchen hat in der Egerstraße gewohnt. Kovac. Wartens. Ja, doch. Aber, na. Sie kennen sie? Ja, ein Lehrling. Eine von den Lehrlingen heißt, glaube ich, Kovac. Also, wenn's wollen, kann ich probieren, im Computer nachzuschauen. 17 Jahre. Hier, Ihr Passfoto. Ja. Ja, das kann's sein. Müsste im zweiten Lehrjahr sein. Im Einkauf. Um Gottes Willen, Sie ist wirklich... Also wer macht... Haben Sie eine Erklärung dafür, was sie in Ihrem Haus gesucht hat? War sie mit Ihrer Erlaubnis dort? Erlaubnis? Ja, auf keinen Fall. Wo haben Sie sich heute Abend aufgehalten? Also jetzt hören Sie aber, gell? Das tue ich. Ja, ich bin bis um halb zehn im Planungsausschuss in Oeding gewesen. Danach bin ich heim. Kann das jemand bestätigen? Frau Schäffler? Ich bin doch schon im Bett gelegen, wie du gekommen bist. Sag's einer. Mein Mann hat schon geschlafen, ja. Wann genau sind Sie denn heimgekommen, Frau Schäffler? So gegen Zweifel. Ja, Viertel nach Zweifel. Gut. Dann wär's das fürs Erste. Wenn Ihnen noch etwas einfallen sollte... Mir fällt erst einmal gar nichts mehr ein. Also was, grad gern mach ich's ja nicht. Ich will keine Lehrgutannahmestelle, gell? Wo sind die wieder alle zusammengesammelt? 8, 9... Ich schwärme mal Platz, verrat mir nicht. Hast auch wieder recht. Aber wenn's mir wenigstens einmal ein paar Schwärmerl mitbringen würdest, die mag ich doch so gern. Was du eh aber im Wald rund umeinander treibst. 13. Meine Schicksalszahl. Geh. Jetzt hat nicht gar so viel saufen, Luck. Schon die griechischen Götter haben gesoffen. Ja, weil du auch so ein griechischer Gott bist. Und was darf sein, zahlst du's Hausleiter?
Ein Stölzerpreis im Angebot hätte ich nur ein Tragerl da. Gott, Herr Dr. Faltermeier. Tag, nee, Frau. Haben ja sicher schon gehört, was letzte Nacht passiert ist. Das Tagblatt bitte, rasch, ja? Tagblatt, bitteschön. Ja, es ist einfach furchtbar. Gott zum Gruß, Herr Stadtrat. Ja, das arme Mädel. Wer bloß sowas tut? Nun, eine Spur gibt es ja bereits. Ja? Der Herr Schäffler ist vor einer Stunde verhaftet worden. Hören Sie auf, na? Dringender Tatverdacht. Weitere Schlüsse überlasse ich Ihnen. Wiedersehen, Gnefrau. Wiederschauen, Herr Doktor. Jetzt haben wir direkt Blattlug was. Der Herr Schäffler. Sein und Schein, das sind zwei paar Stiefeln. Das haben schon die alten Griechen gesagt. Okay, Stiefel haben die doch noch gar keine gehabt. Herr Schäffler, ich rate Ihnen dringend, die Wahrheit zu sagen. Ja, das tue ich doch die ganze Zeit nichts anderes. Herr Schäffler, meinen Sie wirklich, wir hätten Sie festgenommen, wenn wir keine Beweise hätten? Es ist einfach ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn ist es. Ich sage Ihnen, wie es war. Als Ihre Frau nach Hause kam, haben Sie nur den Schlafenden gespielt, Herr Schäffler. Davor waren Sie in Ihrem Wochenendhaus. Mit dem Opfer, der Janina Kovac. Die DNA wird nichts anderes ergeben. Sie haben mit dem Mädchen getrunken und Sie waren mit ihr intim. Das reicht jetzt. Suchen Sie denn aber jemand anderen für Ihre dreckigen Fantasien. Nehmen Sie sich ein Stück weit zusammen, ja? Sag nicht mehr so irgendwie. Ihr ruiniert mich. Mein Geschäft, meine Familie, mein ganzes Leben. Und ich soll mich zusammennehmen? Entschuldigung, ich halte das nicht mehr aus, Klartext. Sie waren am Tatort. Ja. Ja, sie hat mir gesagt, dass sie mit der Zwischenprüfung nicht klarkommt. Auf dem Tisch waren zwei Wein- und zwei Cognac-Gläser. Ja, kann sein. Ja, ich habe ihr einen Schluck angeboten. Gut. Und warum kam es zum Streit? Was denn auf einmal für ein Streit? Haben Sie noch immer nicht kapiert, dass ich Ihnen Ihre Spielchen nicht abnehme, Herr Schäffler, weil Sie das Mädchen danach getötet haben? Na! Meine Herrschaften, Frau Kollegin, kommen wir zum möglichen Tathergang. Der Täter hat sein Opfer im Verandabereich, wo entsprechende Blutspuren ausgemacht werden konnten, niedergeschlagen und dann in den Bach neben der Hütte verbracht. Dem Anschein nach, um einen Unfall vorzutäuschen. Zuvor muss es noch ein kleineres Handgemenge gegeben haben, da sich an Oberarm und Schulter des Opfers leichtere Blutergüsse feststellen ließen. Schäffler selbst räumt mittlerweile ein, mit dem Opfer in seiner Datsche einen, nennen wir es vorläufig noch, ein Tête-à-tête gehabt zu haben. Die Tat selbst streitet er aber noch ab. Er behauptet, dass das Mädchen noch gelebt hat, als er wegfuhr. Von einem Streit mit... Los, den Hund auf. Sie das? Oh, die Zex. Entschuldigung, das Handy. Bitte, ja. Albernheiten sind jetzt wirklich nicht angebracht. Also, wie gehen wir weiter vor? Was uns noch durch den Kopf geht, gell, Ferdl? Ja, der Anruf. Ja, abgesehen davon, dass der Anrufer offenbar gesehen hat, wie das Ganze abgelaufen ist. Ist, wie er redet, ein bisschen seltsam. Ginge das ein Stück weit präziser? Spur ihn halt nur mal vor, Ferdl. Ist das nötig? Wir haben ihn doch nun schon x-mal gehört und sind daraus nicht schlauer geworden. Und solange wir keine Vergleichsstimme haben, kann das Phonetiklabor nichts damit anfangen. Warten's. Schäffler hat seine Uhr verstanden. Liegt am Fischerhäuser. Er hat nur so gesehen. Aber das haben wir doch alles bereits festgestellt, Herrschaften. Was wolltest du nur sagen, Viertel? Das wird im Uret. Also das ist weder bayerisch noch ist das Hochdeutsch. Schäffler hat seine Uhr verstanden. Liegt am Fischerhäuser. Mein...
Wenn einer da Schlange sagt, dann sagt er nicht Hur. Ein Alteingesessener wird auch nicht bloß Schäffler, sondern der Schäffler sagen. Könnten Sie ein Stück weit deutlicher werden, was Sie damit sagen wollen? Meinen Sie, da will sich einer als Einheimischer ausgeben, der aber keiner ist? Es muss aber gleichzeitig einer sein, der das oft gehört hat, über die Hiesigen zu reden. Also was jetzt? Doch wieder einer von hier. Meine Herrschaften, überlassen wir diese Dinge doch den Fachleuten in München bitte, ja? Ich tue mir schwer, das Mädel aus dem Kopf zu kriegen. Und du? 17 Jahre erst. Wer sowas tut? Ja, der Schäffler. Meint jedenfalls ein Stück weit. Das glaube ich erst, wenn er überführt worden ist. Weiß mir gerade einfällt. Was tust du morgen auf die Nacht? Dass die das interessiert? Meine Kontrolle? Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Lenin. Pollinger, hinhören. Jetzt im Ernst, hast du schon was vor? Also morgen, da wollte ich eigentlich mit meinen 20 Liebhaber was anstellen. Orgie oder sowas in der Richtung. Mein Onkel, also der Mama sein Bruder, der hat ein Buch geschrieben und stellt sein Buchgeschäft am Stadtplatz vor. Gehst mit? Möchtest das gern? Schon. Als was willst du mir denn vorstellen bei deinem Onkel? Als mein... Dings ein. Als Dings? Schöner Gruß. Ja, dann halt als meine Kollegin. Was hast du denn schon wieder? Nix. Kohlemann 12 und 12.3 kommen. Kohlemann 12.3, was gibt's? Standort, wo seid's denn gerade? Kommen. Karosser, Höhe Emmerensmeier, kommen. Unser Spezialspitzel Luck ist wieder in seinem Lager im Arbeitung gesehen worden. Heute Nacht wird's einmal kalt. Wenn der wieder sein Suri hat, der friert er uns glatt. Bringt's ihn heim, Ende. Mach mal Ende. Luck? Ich sieg dich nicht, dann siehst du mich auch nicht. Jetzt rieg keinen Kampf, Luck. Das Wildkampieren ist im Anwalt verboten, das weißt du ganz genau. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Zupfzeich. Scheiß Bullerei. Luke, heute Nacht sind sie nochmal unter 0 Grad, wir fahren die heim. Dieser Staat ist eine Diktatur! Ja, mei, da kann ich auch nichts dafür. Zack jetzt, sonst muss ich grantig werden. Rudi, schau mal, da innen. Mhm. Voll schön bei dem Licht jetzt, gell? Voll schön. Da und, das ist doch... Ist das nicht das Wochenendheitel vom Schäffler? Ja, dankeschön, dankeschön. Und dann möchte ich noch hoffen, dass meine Stadtchronik auch... Also, dass die auch ein bisschen dazu beitragen kann, dass wir mit unseren Baudenkmälern, also mit den schönen Häusern, gerade da am Stadtplatz, wie man ausschaut, nicht wahr? Dass wir es uns da halten. Rudi, du Ada, wie geht's denn? Also, du der Onkel, ich muss sagen, ich finde das echt total interessant, was der alles ausgeräumt hat über Bruck. Respekt. Schreibst du was Gescheites? Logisch. Und für ein Radio mache ich eine halbe Stunde draus. Hab schon ein paar Interview im Kasten. Magst du mir nicht auch? Na, ganz so, lass mich in Ruhe. Senta, komm mal. Onkel Otto. Rudi? Und, was sagst du? Hä? So ein Haufen Leute. Ach, verzeihen die Herren. Dürfte ich bitte um eine Signatur bitten? Ja, der Herr Mutius. Freilich. Moment, mein Schreiberling, wo... Herrgott. Sehr beeindruckend, wirklich, Ihr Buch, Herr Genzinger. Bitte hier auf diese Seite. Ja? Bitte schön, Herr Mutius. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Herr Mutius, Jamak Inwelle, dürfte ich Ihnen eine kurze Frage stellen? Otto, jetzt musst du fertig Servus neinschreiben. Gern, Mann, für hier. Heue Stadtkollegin. Senta, das war der Onkel Otto. Ist gut, Herr Genzinger. Hä? Ist gut. Und das ist Senta. So. Mei, Dings. Ja, aber nur ein paar Mal.
Ich weiß doch auch nicht, was mich da geritten hat, dass ich mich da drauf einlasse. Ich weiß, ich hätte gescheiter sein müssen. Gut, bei mir wie ein Lehrling, aber sie war ja schon, sie war halt kein kleines Mädel mehr, verstehen Sie? Herr Schäffler, warum ist das Mädchen noch in der Fischerhütte geblieben, nachdem Sie selber, wie Sie sagen, nach Hause gefahren sind? Ja, weil ich nicht riskieren habe können, dass mich wer mit ihr sieht. Und mir hat's passiert, wie ich gehört habe, dass meine Frau früher heimkommt. Ja, da habe ich doch keinen großen Umweg mehr fahren können. Die Jenny und ich, wir haben ausgemacht, dass sie zu sein geht. Und so weit wäre es ja nicht gewesen. Ist es deshalb zu dem Streit gekommen? Na, Herrgott, noch mal zum 100. Mal, wir haben nicht gestritten. Hat sie sie unter Druck gesetzt? Wollte sie ihrer Frau was sagen? Oder sie erpresst? Wollte sie Geld von ihnen? Oder gesagt, dass sie ihnen die Liebschaft aufkündigen möchte? Weil sie einen anderen hat, einen Jüngern, der es vielleicht besser bringt. Das ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn ist das. Hört denn das gar nicht mehr auf? Und 20 Retour, Rudi. Nimm die untere, die ist nicht so zwutzelt. Rast eigentlich immer noch nicht mehr? Oh, hör mal auf damit. Hast du ja nicht unrecht, mit der Gesundheit soll man nicht spaßen. Trotzdem ein bisschen müde schaust aus, kommt mir vor. Ich schlafe ein wenig schlecht zur Zeit. Geht's dir nur noch wegen dem toten Mädel her? Du, ich sag das, mir geht's auch so. Hast du das Kind? Weil es in Bruck einen gibt, den wo ich nicht kenne. Die Mutter von ja, hat immer bei mir eingekauft. Bevor es krank geworden ist, du, da hat die geraucht. Ein Testmaß lebt zu untergehen. Und in der Früh schon Schnaps von, dass die gleich schlecht hätte wie ein Kind. Aber die Jenny, nein, die ist gescheiter gewesen. Die schöne Haar, das Gesichterl. Nein, dumm war die Jenny nicht. Hat schon früh gewusst, was wert ist. Und wie sie es anpacken muss, dass sie nicht herkommt. Ehrgeizig, meinst du? Hätte man sie ja krumm nehmen können. Was kann denn ein armes Mädel aus solchen Verhältnissen schon tun, als aus dem Einzigen was rauszuschlagen, was ihr vom Herrgott gegeben worden ist? Eine Schönheit ist gewesen, die Jenny. Wirklich eine Schönheit. Darfst mir glauben, das ist nicht bloß am Schäffler aufgefallen. Und wer da alles hinter ihr her gewesen ist. Ich könnte dir einen Namen sagen. Rudi, Namen? Geht mir aber nichts an. Wer zum Beispiel? Tja, das nachher wieder heißt, ich war ratschen. Nix. Rudi, schau mich nicht an wie ein Dackel. Das ist mein letztes Wort. Moment einmal, Nanni. Das ist der Onkel Otto. Tatsächlich? Und der Dr. Faltermeier? Weg mit der Karre, sag ich! Wenn Sie nicht augenblicklich verschwinden, rufe ich die Polizei! Jetzt einmal ganz ruhig, ja? Um was geht's denn überhaupt? Otto, was? Der möchte mir glatt verbieten, dass ich fotografiere. Aus gutem Grund, Herr Egger. Dieser Herr da hat nichts Besseres zu tun, als Stimmung gegen mich zu machen. Geben Sie es zu. Dagegen, dass eins der schönsten und ältesten Häuser von Bruck abgerissen wird, werden wir ja wohl noch sein dürfen. Was wissen denn Sie? Eine Bruchbude ist es. Eine Bruchbude? Du hilfst dir gleich, du. Du gibst da Ruhe, ja? Bruchbude, da. Was stört Sie dran, dass der Herr fotografiert? Was mich daran stört? Weil ich schon wieder die Flugblätter von irgendwelchen selbsternannten Denkmalschützern und Bürgerinitiativen sehe, in denen gegen mein Projekt mit diesen Fotos Stimmung gemacht wird. Das muss ich mir nicht bieten lassen. Hat er Ihr Grundstück betreten? Otto, hast du? Nix, habe ich genau da, wo ich stehe, habe ich ein Pudel machen wollen. Ich mache nämlich eine Bestandsaufnahme, wie unser Stadtplatz jetzt noch ausschaut. Bald wird er nämlich verschwunden sein, weil solche Geier wie der alles zu Schand richten. Geier! Eine Beleidigung, Herr Egger? Langsam. Der Herr steht auf öffentlichem Grund. Pah! Das wird ein Nachspiel haben. Das werden wir da schon sehen, du Giftswerk. Jetzt geh weiter, Onkel. Zuerst mache ich noch mein Pudel. Und gleich noch eins. Gerade extra. Onkel Otto. So. Ist gelangt.
Weißt du, Rudi, so Häuser, von denen erzählt er jetzt eine eigene Geschichte. Geschichten, die wir nicht vergessen sollten. Da drüben beispielsweise. Der Zweistock mit der grindigen Fassade. Da wohnt heute noch einer von den Mutius drin. Dem seiner Familie hat bis in die Mitte vom 18. Jahrhundert fast die halbe Stadt gehört. Geht's so? Um 1750 ist die Hausherrin wegen Hexerei angezeigt worden. Das hat die Mutius dann ruiniert. Muss mir direkt einmal genauer erzählen, Onkel Otto. Die Analyse ist mir eben durchgegeben worden. Ergebnis ist wie nicht anders zu erwarten gewesen. Schäffler und das Mädchen waren vor ihrem Tod noch miteinander in der Kiste. Fällt er dann bloß ins Geständnis? Richtig, Herr Kollege. Bin aber guter Dinge. Den Schäffler werde ich mir schon noch weichklopfen. Sigi, servus. Skodek aus. Ich hätte eine Meldung. Was denn da? Ein Listenverleih, mit dem die Janina Kovac in einer näheren Beziehung gestanden haben soll. Die? Ja, die entweder in sie verschossen waren oder mit denen sie halt eventuell kurz was gehabt hat. Gib her. Oh, der auch. Wo hast denn das hier wieder her? Aufgeschnappt. Darf ich mal, ja? Danke. Naja, gut. Werden drauf zurückkommen. Moment, darf ich noch mal schauen? Bitte? Schäffler? Na klar. Aber nicht R wie Rupert, sondern B. Basti, Sebastian. Ist der Sohn. Da, der Luck. Sam mit seinen Flaschen zusammen. Armer Kerl. Er behauptet, dass es ihm gut geht. Naja. Ist er sogar mal studiert haben. Warum ist er dann so abgestürzt? Weiß man nicht. Irgendwas mit der Frau heißt es. Die Frauen alleweil, gell? Ja, schaut auf der anderen Seite den Schäffler an. Mach den Hund aus. Ja. Oma! Ja, geht schon. Du Oma, ich kann grad schlecht. Holz aufzäunen. Jetzt schon. Sieben Stier. Du am Freitag gangst. Am Nachmittag. Mach ich. Für dich. Was grinst denn so? Nicht über dich, über dein Handy nur. Ja, Karl Valentin. Was schon? Du spinnst einfach. Für dich das eins. Du aber besonders. Erinnerst mich irgendwie an deinen Onkel. Rasch auf die Sendung. Der Kunze hat doch gesagt, die kommt heute. Buch, das allen Brucker Bürgern wärmstens ans Herz gelegt werden kann. Diese Meinung teilten abschließend auch die Anwesenden. Ich finde es äußerst verdienstvoll, verdammt, was hier schon an historischen Wahrheiten zutage gefördert wurde. Von der... Naja, der Onkel Otto wird schon aufgenommen haben. Du, wenn's der Schäffler nicht war, wer soll es denn nah gewesen sein? Weiß auch nicht. Jedenfalls hat scheinbar auch Verbrucker gegeben, die auch hinter dem Mädel her gewesen sind. Wenn der Schäffler weiter abstreitet, dann wird er ein Stück weit auf jeden Fall da weiter ermitteln müssen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da, also rein gefühlsmäßig, verstehst? Du, na cool. Jetzt macht er halt schon wieder über mich lustig. Okay, jetzt nimm doch nicht alles gleich so ernst, was ich sag. Was für ein cool hast du? Ja, es ist ein Schmarrn. Aber vorhin hat mir der Onkel Otto erzählt, dass also die Schäfflerischen irgendwas mit dem Hexenprozess damals da gehabt haben. Und dass der Herr Mut... Ach, Schmarrn. Jetzt red schon. Dass... Du, Senta, du sagst mir frei, wenn ich spinne. Der wirst dir sagen, wenn du nimmer spinnst, weil er spart mir einen Haufen Zeit. Du kannst mir eigentlich gleich einen Buckel runterrutschen. Jetzt, Rudi. Ja! Hab's dick, deine eingebildete Tour. Jetzt sei doch nicht alle gleich so emotional. Ich bin nicht emotional. Ich reg mich bloß auf. Achtung. Kurmann 12 an alle Fahrzeuge. Funkfahndung. Macht sich schreibbereit. Ist nett schon wieder. Herrschaft Rudi, jetzt fahr halt ein bisschen langsamer. Achtung, Funkfahndung. Soeben wird das vermisst gemeldet. Schäffler Sebastian, Rufname Basti. Alter 19, Selbstmordgefahr. Die Mutter hat einen Abschiedsbrief gefunden. Möglicherweise Tabletten. Auf bisheriger Erkenntnis mit dem Mountainbike unterwegs. Soll laut der Nanny vor ungefähr einer Stunde beim Osttor hinaus sein. Ende. Ja, und mitgehört. Kulumanzow 3 mitgehört.
Koloman 12-2 mitgehört. Koloman 12 an 12-2, kommen. Koloman 12-2, ja. Standort? Gielitzer Gassel, biegen gerade auf dem Stadtplatz ein. Fahrt beim Osttor aus und bleibt auf der Oberreiter. Ende. Machen wir, Ende. Koloman 12-3, kommen. Koloman 12-3, ja. Standort? Dann gerade beim Stauwehr vorbei, wo sind wir denn hin? Fahrt zu Uedinger und dann erst einmal bis zum Zubringer. Ende. Okay, Ende. Koloman 12-2 an Zentrale. Sind auf der Bundesstraße, sind gerade Wallfahrer unterwegs. Wollen aber keinen Radler, was Richtung Guck gesehen haben. Kommen. Okay. Wissen wir schon mal, wo er nicht ist. Standort? Gleich unterhalb von Oberreit. Kommen. Okay, fahrt bis zur Unterreiten auf und wenn er da nicht ist, dann kehrt's um. Ende. 12-3 an Zentrale, bei uns alles negativ. Weiter können nicht gekommen sein. Wo soll man hinkommen? Dann fahrt's rüber zum Elsbetter Wald. Haben wir schon mal einen rausholen müssen. Okay, Ende. Schöne Gruß. Koloman 12 an alle. Ich höre gerade, dass er vielleicht bei der Lauferburg sein kann. Angeblich sein Lieblingsplatz. Koloman 12-2, kommen. Koloman 12-2, was ist? Ihr müsst doch in der Nähe von der Lauferburg sein, oder? Ja, dann fahrt hinüber und schaut's nach. Ende. Okay, Ende. Koloman 12-3 an Zentrale, sind es mit dem Elsbetter Wald. Der Weg hört auf, soll man zu sein. Steht da nirgends ein Radl? Nix, Hund war nicht schlecht. Ja, vergesst, es dauert's lang. Jetzt geht's rein, Ende. Okay, Ende. Koloman 12-2 an Zentrale, kommen. Ja. Sind gleich bei der Ruine. Was? Wo? Rindl und Radl! Ein bisschen Funkdisziplin, Kollegen, wir sind nicht im Bauerntheater! Ein Fahrradl! Bleib stehen. Könnte ein Mountainbike sein, ja? Moment, ich schau. Koloman 12-3 an Zentrale. Ja? Müssen abbrechen, der Rudi ist ausgerutscht. Ja, Gratulation. Verletzt? Pflasterl reicht eher, Fall für Waschstraß. Suchergebnis? Bisher negativ. Ende. Ja, ich sehe ein Mountainbike. Wir gehen jetzt zur Ruine auf. Stell dich doch hier. Da, Depp! Koloman 12 an 12-2, kommen. Koloman 12-2, kommen. Ja, wir haben einen Notarzt und Tanker schnell. Also der Basti ist gewesen. Sag, echt? Der nette Bub? Nein. Darfst du nicht sagen? Da. Brauchst du nicht. Naja, wenigstens habt ihr ihn noch gerade gefunden. Aber der Verdruss, nein. Der Verdruss. 20 Kultur, gell? Merci. Ah, mein griechischer Gott. Kommst gerade wieder aus deiner Tonne, gell? Salve, Nanni. Spartacus grüßt die Bedrücker. Servus, alter Mohikaner. Schon so früh da, Kaffee? Merci. Du, Ferdl, du hast mir gefallen. Was geht's denn? Um die Diensteinteilung. Luke, möchte bloß wissen, ob du neulich was gesehen hast. In der Nacht, mit Verlaub, da schlaf ich. Und zwar, und da werden sie jetzt wahrscheinlich nicht draufkommen, mit Zunenaugen. Oder gehört? Luke, du weißt ja, dass ich bei dir allweil wieder die Augen zudrück. Wenn ich schlaf, dann schlafe ich. Folgt logisch, dass ich auch nichts her. Aber fragst du doch einmal den Dings, den Herrn Mutius. Wieso ausgerechnet den? Ja, weil das auch so ein Waldgänger ist. Aber nicht bei mir herum, gell? Unten. Oben, das ist nämlich mein Guy. Die Freie Republik von Luke von Bruck. Dem Letzten. Was interessiert dich das eigentlich? Bloß ein so, Onkel Otto. Also, schau her. Anno 1749. Protocollum Mutius Maria Anna. Interrogatoria. Das heißt Verhör. Und da fangt's an. Bin beim Kopierer hin. Wenn's mir brauchst, scheiß mir. Okay. Interrogatoria. Ob sie sich nicht an den leidigen Satan ergeben, Gott und seine Heiligen, auch die heiligen Sakramenta verlaugnet habe. Neg, Punkt. Was bedeuten Neg? Neg? Die Frau streitet's ab.
ob sie nicht Krankheiten und anders Übel den Leuten und dem Viech und wie zugefügt, Nick. Wie ihr teuflischer Buhl heiße, was für Gemeinschaft sie mit demselben gehabt, Nick. 12-mal peinlich gestrichen, weint viele zehr. Und peinlich gestrichen und zehr? Sowas wie erster Grad von der Folter. Auspeitschen. Zehr, das heißt Tränen. Ob keine Leute von ihr gelähmet oder gar getötet wurden. Sonderlich, ob sie die jungen Kinder nicht verletzt und gestohlen oder Ungetaufte ausgegraben habe. Nick. 2-mal gebrannt, hat immerfort geschrien und mit aufgesperrtem Rachen ein solches Gesicht und Augen gemacht, als wann sie vom leibhaftigen Teufel besessen sei. Onkel Otto? Ja? Trat sie mir am Mang um. Tja, Rudi, das gehört halt auch zu unserer sogenannten abendländischen Kultur, auf die wir uns manchmal so viel einbilden. Weißt, die Leute sind damals der festen Überzeugung gewesen, dass es sowas wie Zauberei gibt. Und wenn alle das Gleiche glauben, wurscht wie hirnverbrannt es ist, dann wird's auf einmal zur Gewissheit. Aber der Glauben war bloß das eine. Das andere war, dass ihn viele Leute ausgenutzt haben, um einen loszuwerden, den sie nicht mögen haben. Nicht anders wird's da auch gewesen sein. Die Maria Anna Mutius ist angezeigt worden. Anonym wahrscheinlich. Gar nicht. Ein reicher Tuchhändler ist gewesen. Und das hat die Familie Mutius damals ruiniert, sagst du? Komplett. Wahnsinn. Tja. Bei der Geschichte ist übrigens noch was ziemlich interessant. Habt ihr doch gesagt, dass in dem Palais, das damals der Familie Mutius gehört hat, heute der Schäffler drin ist? Ja, und? Schau dir mal den Namen Schäffler genau an. Wo kann denn der herkommen? Schaffmacher, vielleicht Bierfässer und so. Könnte man meinen, richtig. Aber der Name ist noch bis ins 19. Jahrhundert anders. Nämlich mit einem A hinterm F geschrieben worden. Schäfferler. Richtig. Komm, Alwey, noch nicht mit auf was draußen ist. Schäfferl. Cheval. Pferd, Ros. Schäfferler sind Abdecker gewesen. Oder Schinder, wie man ja gesagt hat. Was ungefähr der am meisten verachtete Beruf gewesen ist, den es damals gegeben hat. Aus so einer Familie kommen die heutigen Schäffler. Naja gut, aber was hat das mit dem Prozess zu tun? Weil der Tuchhändler, der das arme Weib damals angezeigt hat, ein gewisser Zürcher Schäffler gewesen ist. Aber dann sagen wir jetzt bloß noch eins. Hat sich in letzter Zeit jemand für den Prozess interessiert? Lass mich überlegen. Ja, ein Student aus München einmal. Der Herr Mutius und ein paar Schulklassen. Aber die habe ich die brutalen Sachen natürlich nicht lesen lassen. Herr Pfarrer, nur zur Information. Die Ermittlungszentrale wird im Laufe des Tages wieder nach Uerdingen verlegt. Die restliche Arbeit können wir genauso gut von dort aus erledigen. Der junge Schäffler hat ja bereits gestanden, gegen das Mädchen tätlich geworden zu sein. Er hat zuvor seine Mutter dazu gebracht, früher von ihrem Ausflug zurückzukehren, weil es dem Vater angeblich nicht gut gehen würde, und hat ihn per SMS davon informiert, worauf der schwere Nöter sein Schäferstündchen eiligst abgebrochen hat. Wieso überhaupt draufgekommen? Auf das Verhältnis von seinem Vater zu Kovac? Zufällig belauschtes Telefonat, sagt er. Aber dass er sie umgebracht hat... Streitet er noch ab, ja. Er behauptet, die Kovac hätte noch gelebt, als er von ihm weg ist. Aber... Nein, glauben Sie mir, Herr Kollege, der Junge ist schwach. Den krieg ich weich. Dieser Zürcher Schäfferler muss ein wiefer Bursch gewesen sein. Der hat scheint's geschafft, aus der Familientradition auszubrechen. Der Steuerlisten nach muss sein Tuchhandel sogar recht gut gegangen sein. Allerdings ist ihm damals allweil noch nicht erlaubt worden, sich in der Stadt selber niederzulassen. Und jetzt pass auf, Rudi, jetzt kommt's. In dem Protokoll geht's darum, dass er ums Bürgerrecht eingegeben hat. Der Magistrat aber lehnt ab. Stolz, wie die Patrizier damals gewesen sein, sagen sie, Gratler, wie der Schäferler, haben in unserer Stadt nichts verloren. Und jetzt trotzt, wie der Ratsherr geheißen hat, der dabei das Maul am weitesten aufgerissen hat.
kann's mir denken. Richtig, Mutius. Und wir meinst, geht's jetzt weiter? Der Schäferle ist sauer gewesen. Sauer? Es muss ihn maßlos gedemütigt haben. Und da ist ihm wohl eingefallen, dass einer von seinen Verwandten einmal mit einem von den reisenden Hexenrichtern was zu tun gehabt hat. Und den hetzt er jetzt auf den Mutius? Der ist zu mächtig. Nein. Die Frau zeigt er an. Wegen Schadzauber. Und die ist dann verbrannt worden, oder was? Eben nicht. Kurz vor der Hinrichtung hat sich der Hexenrichter scheinbar wieder anders überlegt und hat's freigelassen. Der Mutius hat den Richter bestochen. Er muss ihm fast alles gegeben haben, was er gehabt hat, um seine Frau freizukaufen. Bloß ein kleines Häusl ist ihm geblieben. Das, in dem unser Herr Mutius Heidner wohnt. Der Schäferler wiederum taucht ungefähr zur gleichen Zeit als Besitzer vom Mutius-Palais auf. Und danach fängt der Aufstieg der Schäferler an, die sich bald drauf bloß noch Schäffler schreiben. Ferdl, hast du... Weißt schon? Weißt, dass du bist. Dankeschön. Und mit wem Feierbett? Mit dem Richard? Na, bitte nicht. Senta, jetzt werde ich dir nicht noch einmal einen neuen Plan schreiben. Ich muss anders auch nicht zu tun. Senta, auf geht's. Fahren wir spazieren jetzt vor. Servus, Ferdl. Gibt's was Neues vom Schäfflerfall? Das Stück weit ist schon wieder fort, für Mr. Kass Bissen. Dein Band lässt da alle weinen, Kurva. Wolltest du das Stück weit nicht im Phonetiklabor untersuchen lassen? Das juckt er momentan nicht. Seinen Täter hat er ja. Was meinst denn du? Also auf jeden Fall herben wir Fegel. Das heißt, da, wo der angerufen hat, kannten also Baumstehe. Und dann ist da noch so ein ganz komisches Geräusch. Irgendwer metallisch. Hör du einmal. Schäffler hat seine Ruhe erstarkt. Liegt am Fischerhäuser. Wo entsteht denn ein metallener Klang? Ich komm nicht drauf. Übrigens, heute gibt es eine Änderung im Dienstplan, gell? Metall. Eine Glocken. Ein Glockenferdl. Ja, Glocken ist genau von St. Koloman. Ja, Rudi, du bist der Hund da. Der hat von wo angerufen, wo man die Glocken laut hören kann. Also irgendwo in der Nähe vom Stadtplatz. Wo es einen Baum gibt. Am Brucker Stadtplatz gibt's keinen Baumferdl. Stimmt. Ja, fix, Halleluja. Was wolltest du denn vorher sagen wegen dem Dienstplan? So ja, Rudi, du fährst heute Morgen in der Firma im Roland. Von mir aus. Und Center? Fahrt mit dem Richard. Bitte was? Mit wem? Warum? Darum. Was schaust du denn so? Ich schau doch nicht. Das sehe ich. Sind wir doch einmal ehrlich, Center. Emanzipation recht und schön, aber eine Frau als solche, ne, die möchte doch verwöhnt werden. In jeder Beziehung. Stimmt's nicht? Und dafür bist du ja Spezialist. Sagen wir es einmal so. Von Beschwerden diesbezüglich, also da wüsst ich jedenfalls wenig. Glaubst du mir etwa nicht? Doch, aufs Wort, Richard. Aber wir finden raus, was eine Frau als solche unter Verwöhnen versteht. Ja, nee, da muss man halt dann schon mal auf die Frau noch eingehen, gell? Wüsstest denn, wirst mich verwöhnen, Kantatzt? Was meinst du mich? Auf dich eingelassen tatzt, ein bisschen einmal. Was willst du sagen? Sag. Indem du das Thema wechselst, Richard. Der Rudi, da schau her. Was verschafft mir denn die seltene Ehe? Gonzo, du hast doch Sprachaufnahmen gemacht. Korrekt, Rudi. Als Reporter tut man sowas hier und da. Darf ich genauso Messenschaft kombinieren, dass du was brauchst? Wurst, der Rudi. Das ist ein prima Kerl. Gibt's überhaupt nichts. Kollegenmäßig und so sowieso. Aber frauenmäßig. Also. Hast du den Wetterbericht gehört? Schön soll es werden.
Also ob der Rudi da schon, also... Samstag, Sonntag auch? Bis nächste Woche, ja. Also manchmal frage ich mich direkt, ob der Rudi, also wie soll ich das sagen, also ob er da schon die richtige Peilung hat. Nicht nämlich wieder mal in den Berg gehen, muss durchschnaufen. Brauche ich dringend. Ach, das wollte ich ja auch schon lang wieder mal. Hast du schon wem zum Mitgehen? RCD, was ist da drauf? Der Stückweit hat doch gesagt, dass ihm für eine Sprachanalyse von dem Anruf der Vergleich fehlt, oder? So, das war jedenfalls die Sendung von Gonzo, vom Czermak, vom Radio. Von dem Amt, wo der Onkel Otto seine Stadtchronik vorgestellt hat. Ja, und wer ist denn da drauf? Ja, neben dem Onkel Otto nur die Nanni, der alte Musner, der Wieser, der Herr Mutius. Du her, Rudi. Nix da, Rudi Ferdl, Inspektionsleiter bin allerweil noch ich. Und als der sage, wir sind Schutzler und kein Kripo. Ist das klar? Sowas ist Sache vom Kraus. Und du, Rudi, hast du frei, oder? Wenn ich mich ja, dass du Überstunden machst, dann sag ich das schon. Was mir? Also, jetzt einmal ganz persönlich, Senta. Rein menschlich. Also, wenn ich jetzt einmal ganz ehrlich sein darf, Senta, dann... Darf ich? Red halt. Also, was darfst jetzt du sagen, wenn ich dir sagen darf, dass ich dir gern sagen darf, dass du mir gefällst? Also jetzt fahr einmal zu, Richard. Ich mag nicht, dass du mit mir mitgehst und erst recht nicht, dass du auf oder gar in mich eingehst. Bei mir geht nämlich überhaupt nichts, kapiert? Herr Mutius! Also doch ein Baum. Herr Mutius! Sind Sie da? Das gibt's doch nicht. Senta geht ran. Senta, hab recht gehabt. Ruf mich an. Was ist denn? Der Rudi hat mich gerade angerufen. Ja und? Ja und. Jetzt geht er nicht ohne. Das muss doch nichts heißen. Richard, was Telefonieren anlangt, ist der Rudi ungefähr so aktiv wie ein Faultier im Koma. Bis der einmal anruft, muss schon die Welt am Untergehen sein. Außerdem haben wir uns gestritten. Nee, vielleicht wollte er sich entschuldigen. Der beißt sich ja zu ab. So. Nun können Sie keinen Unsinn mehr anstellen. Ja. Haben Sie alles sich selbst zuzuschreiben? Sie ganz allein? Herr Mutius, ich bin von der Polizei. Ist mir durchaus bewusst, junger Mann. Allerdings ist das jetzt sozusagen nicht mehr von Belang. Respekt übrigens. Für was? Halten Sie mich für einen Idioten? Wollen Sie mir etwa weismachen, Sie schnüffelten völlig grundlos bei mir herum? Waren Sie es denn? Lassen Sie doch diese albernen Spielchen. Sie wissen es doch. Wer hätte denn sonst ein Interesse daran haben können, dass Schaeffler endlich dafür bezahlt, was er und seine Familie getan haben? Dann... Und er hat bezahlt. Sie haben doch nicht bloß ihn ruiniert, sondern... Den Tod dieser Schlampe verursacht. Das war nicht meine Absicht, bitte sehr. Das war ein Unfall, ja? Ich wollte Sie lediglich für kurze Zeit außer Gefecht setzen, um die Polizei zu ihr zu locken. Damit alle Welt endlich erfährt, welches Schwein Schaeffler ist.
Dass sie dann offensichtlich doch früher aufgewacht, vermutlich umhergetorkelt und dann in den Bach gefallen ist, ist ja nun wirklich nicht meine Schuld, ja? Und der Sohn? Hätte meinen Plan fast zunichte gemacht, dieser Idiot. Taucht plötzlich auf, nachdem Schäffler abgefahren ist. Aber er hat sie doch niedergeschlagen. Ach, was? Eine Ohrfeige vielleicht. Die beiden haben gestritten und dann ist er abgezogen wie ein begossener Pudel. Diese kleine Hure hat ihm noch Dinge hinterhergeworfen, die wiederzugeben ich außerstande bin. Und mit diesem Niveau umgibt man sich im Hause Schäffler. Aber nun weiß es alle Welt. Herr Mutius, das mit dem Hexenprozess, das ist doch schon ein paar hundert Jahre her. Richtig. Aber auf ihm gründet sich das Vermögen und der Einfluss und der Hochmut des heutigen Schäffler. Wann immer ich mit ihm zu tun haben musste, hat er auf mich heruntergesehen. Seine Arroganz war unerträglich. Und als ich schließlich entdeckte, ja, worauf diese sich in Wirklichkeit gründete, ja, war das Maß voll. Auch ein schlichtes Gemüt wie Sie muss doch zugeben, dass es mir gelungen ist, endlich Gerechtigkeit herzustellen. Oder etwa nicht? All die Jahre. Es war mir immer, als würde etwas in diesem Haus wohnen. Ein Geist. Ich habe ihn gezwungen. Versteh nicht. Ist diese Untat jemals vor Gericht gebracht worden? Nein, aber... Schön, dass wir da einer Meinung sind. Ich fürchte nur, damit ist unser augenblickliches Problem leider noch nicht ganz gelöst. Aber was soll denn das? Wir sollten jetzt zum Sportplatz. Weil der Rudi um die Zeit trainiert. Ja und? Ah, versteh. Kannst du das nicht mehr aushalten, gell? Bist du wieder sechs. Richard, jetzt red nicht so saublätter her. Mit dem Rudi ist was. Sie müssen sich steigen, Herr Mutius. Hilft nichts. Um bis an mein Lebensende in den Knast zu gehen. Unter Garantie nicht, Sie Naivling. Wenn es stimmt, was wir gesagt haben, dann kann es eine schwere Körperverletzung mit Todesfolge ausgelegt werden. Dass ich nicht lache. Die Justiz war im 18. Jahrhundert schon korrupt und nicht in der Lage, für Gerechtigkeit zu sorgen. Jetzt hören Sie endlich einmal auf mit Ihrer Gerechtigkeit. Danke, nichts anderes habe ich aus dem Munde eines Polizeibeamten erwartet. So. Und jetzt habe ich genug von Ihnen. Sie haben das alles selbst zu verantworten, ja? Hat Sie jemand gebeten, sich in Dinge einzumischen, die zu verstehen es Ihnen an geistigem Format mangelt? Herr Mutius, bleiben Sie da. Was haben Sie denn vor? Ich weiß es noch nicht. Ich muss... Vielleicht tue ich einfach... nichts. Was soll denn das heißen? Dass sie kein Mensch hier suchen wird. Schreien nützt nichts. Die Wände sind meterdick. Und dieses Gewölbe ist in keinem Plan eingetragen, habe es ja selbst nur per Zufall entdeckt. Nichts. Genau. Ich werde warten. Meine Vorfahren mussten auch 250 Jahre lang warten, bis sie gerecht wurden. Ja. Ich vergesse einfach. Sie... alles. Mutius, wart. Du spinnst doch! Ich kann mich übrigens nicht daran erinnern, Ihnen das Du angeboten zu haben, mein Herr. Da ist er auch nicht. Hey, wird halt was Besseres zum Durchhauen. Richard. Sein Verein spielt am Samstag. Heute war Aufstellung gewesen. Der Rudi wollte auf jeden Fall kommen, sagt der Trainer. Und wenn er ein neues Gespusi hat, wo Fußball nicht mag? Richard, deine Witze, ja. Los, fahr zu.
von mir aus. Wenn's mir jetzt bloß noch sagt, jetzt wohin? Lass überlegen. Hey, so, daheim ist er nicht, im Brückbräu auch nicht, obwohl die Nanni meint, dass sie ihm gesehen hat, wie er in Richtung Inntor gegangen ist. Na, du müsst ja im Torcafé vorbei sein. Die Leute auf der Terrasse aber sagen, dass sie ihm nicht gesehen haben. Richtig. Oder? Moment. Richard, zum Stadtplatz. Die ist nicht daheim, Senta. Schmarrn, da oben brennt der Lichtl. Was willst du denn bei dem überhaupt? Stadt! Senta, der Rudi geht so schnell nicht unter, glaub mir's. Rum. Da nein. Ja, da. Ohne Durchsuchungsbeschluss. Jetzt komm schon. Nein, jetzt ist Schluss mit deinem Krampf doch. Ich tue nicht mehr mit. Psst, da. Senta, ich sag's dir zum letzten Mal. Verehrte Hörerinnen und Hörer, hier wieder Ihr Gottfried Czermak, direkt live von der Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft. Vor wenigen Minuten hat der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Dr. Salvermoser, seine Ausführungen beendet. Der Tatverdächtige Egbert Mutius hat seine Täterschaft mittlerweile vollumfänglich eingeräumt und ein ausführliches Geständnis abgelegt. Die Verhandlung könnte nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch in diesem Jahr angesetzt werden. Staatsanwaltschaftssprecher Dr. Salvermoser äußerte sich außerdem lobend über die erfolgreiche Arbeit der Ermittlungsbehörden, wobei er besonders den leitenden Kriminalhauptkommissar Ewald Kraus hervorhob. Ah, und da kommt er, der Held von Bruck am Inn, Polizeiobermeister Rudi Ecker. Rudi, ich hab da Käufer, gell? Herr Ecker, Sie selbst waren ja nicht direkt mit den Ermittlungen befasst, sind aber trotzdem in geradezu dramatischer Weise darin verwickelt worden. Gab es Momente, in denen Sie Angst um Ihr Leben hatten? Schon. Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie in den Händen des Mörders... Rudi! Rudi, sei fix, jetzt bleib da! Jetzt, Rudi! Hexenjagd von Robert Hültner. Rudi Ecker, Florian Karlheim. Senta Pollinger, Brigitte Hobmeier. Herr Schäffler, Wilhelm Manske. Frau Schäffler, Jutta Schmuttermeier. Wolfgang Schlögel, Peter Rappenglück. Ewald Kraus, Hans-Georg Pantschak. Siegfried Pfammer, Michael Schreiner. Richard Veitel, Jürgen Tonkel. Ferdl Raab, Michael A. Grimm. Otto Genzinger, Jörg Hube. Nanni, Gisela Schneeberger. Dr. Corbinian Faltermeier, Stefan Bissmeier. Gottfried Czermak, Stefan Zinner. Luck, Isaac Wulp. Mutius, Peter Fricke. Arzt, Hans Kitzbichler. Ton und Technik, Hans Scheck, Angelika Haller. Regieassistenz, Stefanie Ramp. Dramaturgie, Katharina Agathos. Komposition, Zeitblom. Regie, Ulrich Lampen. Produktion Bayerischer Rundfunk 2009 für den ARD-Radio-Tatort.